Also hier nochmal die Teilstücke von der Rinderkeule und dem Rinderrücken. Ich fange mal mit der Keule an. Hier die Oberschale, Stück, das klassisch für Rinderrouladen genommen wird. Dann Beinscheibe, Wadenfleisch. Hier vorne Beef Ribs, die gehören zum Rücken, aber liegen halt gerade geschickt hier. Dann Tafelspitze. Das vordere Kilo von der Tafelspitze ist das Picanha. Sollte man auf die Fettabdeckung achten, ist ein Qualitätsmerkmal. Dann Unterschale, ist ein klassisches Stück für Schmorbraten oder Gulasch. Hier Schwanzrolle oder Semerrolle, ist auch ein klassisches Stück für einen Schmorbraten. Dann hier die Rinderhüfte. Ich habe die nochmal geteilt in Hüftfilet und Kernstück, weil hier eine Sehne verläuft. Das Stück hier gibt es viele Namen dafür. Es ist ein Tri-Tip auf Englisch oder Bürgermeisterstück, Pastorenstück. Maminha. Im deutschen Bereich, ja. Maminha auf Portugiesisch oder anders. Und ist praktisch, geht so ein bisschen auch in die Richtung von Picanha, hat eine sehr schöne Marmorierung. Kann man also wunderbar schön so Low and Slow Geschichten machen. Und hier noch die Rindernuss, auch wieder geteilt in flache Nuss und runde Nuss. Und das runde Nuss ist eigentlich das Basissteak. Das von meiner Sicht aus, wenn man da davon Steaks macht, sollte man sie mit dem Fruchtsaft ein bisschen marinieren, dass sie auch weicher werden. Sonst ein bisschen kritisch. Hier kommen wir jetzt zum Rinderrücken nochmal. Ich setze ihn mal zusammen. Das ist der ganze Rücken. Der Teil geht zum Kopf und der Teil geht zur Keule. Das vordere Stück ist das Entrecote-Stück oder Ribeye-Steak, was für mich charakteristisch durch dieses Fettauge ist. Ja? Und wenn man dann mal weitergeht im Rücken, sieht man, dieses Fettauge verläuft sich nach hinten. Wo das Fettauge weg ist, ist auch kein Ribeye-Steak mehr. Dann das Mittelstück ist dann ein Striploin-Steak. Würde man das am Knochen lassen mit Filet, dann wäre das hintere Drittel des T-Bone Steak bzw. Porterhouse Steak, weil das Filet so am Rücken angewachsen ist. Und wie gesagt, das ist das Rinderfilet. Und hier habe ich noch ein paar so speziellere Stückchen. Das hier ist das Kachelfleisch vom Rind oder Fledermaus Steak. Dann hier die zwei Sachen sind von der Oberschale. Das ist der Oberschalendeckel und die Birne, das ist hier seitlich von der Oberschale. Die Birne kann man auslösen, dann sieht sie so am Stück aus. Und wenn die schön gereift ist, kann man auch schöne Medaillons draus schneiden, die sehr zart sind. Das kann sagen, 3 Wochen Minimum, ne? 3 Wochen passt. Und hier der Oberschalendeckel. Man sieht ja schon, wie die Fleischfasern so laufen. Den kann man hier schön mit einer Paste kräftig was reinmachen und so aufrollen und kann hier ein schönes Stück einen Braten machen oder so ein, ja, und dann so das Stück aufschneiden. So, das war die Keule. Ja, dann würde ich mal sagen, kräftigen Applaus. Vielen Dank. Cool.